Der Babylon. Die ist fertig. Hallihallo, ihr Lieben. Labadiana, genau. Herzlich willkommen zu einem weiteren Camper-Vlog von den Inselcampern. Die Inselcamper sind die. Leimer. Und das werden meine Wenigkeit. Ja, wir sind hier in Drakei. Ne? Drakei. Drakei. Und richtig. Das Besondere an Drakei ist, hier gibt es ein Wasserschloss, ein ganz berühmtes. Das ist einer der berühmtesten Wahrzeichen von Litauen. Und wir wollen uns das heute mal anschauen, aus der Nähe. Ob wir reingehen, weiß ich noch gar nicht. Ne? Das ist Wasserburg. Wasserburg, ja. Muss ich dich korrigieren. Richtig, genau. Das ist Inselburg, ne? Genau. Richtig. Ich war schon mal vor Jahren da und Svenny aber noch nicht. Nee. Deswegen wollen wir uns angucken, ist es die Hölle los? Es ist wirklich traumhaftes Wetter. Wir haben heute 30 Grad. 31 soll es noch werden. Blauer Himmel. Richtig schön. Genau, es ist halt Hotspot in Litauen, deswegen ist es auch viel los. Und Sonntag dazu. Genau. Ja. Wir haben unser Wohnmobil, das war ja auch nicht so einfach hier zu parken, weil es natürlich, da es Sonntag ist, alles voll ist, haben wir nach einem Parkplatz gesucht. Genau, und ja, wir wurden dann überall reingewunken, da sind wir irgendwann dann auch gefolgt, weil einen normalen Parkplatz hast du hier nicht gefunden. Mhm. Und jetzt stehen wir auf einem privaten Parkplatz. Die verdienen sich hier wirklich eine goldene Nase mit Parkplätzen. Ja. Wir sind fleißig. Wir wissen, wie das Geschäft läuft. Genau, kostet 15 Euro die Nacht hier. Ja. Und ich glaube, ohne Strom, das werden wir noch rausfinden, ne? Es ist ohne Strom, schätze ich mal, ja, weil es auf der Wiese stehen kannst. Aber wir haben es gesehen, wenn wir einen normalen Parkplatz genommen hätten, so Wohnmobile, pro Stunde 2,50 Euro. Ja. Und das ist dann schon... Das geht ins Geld dann irgendwann, ne? Ja, und 15 Euro kommen wir günstiger. Wie gesagt, auf diesem Campingplatz, habe ich schon erwähnt, möchte ich nicht unbedingt unterstützen, wo der Hund 10 Euro kostet. Hm. Also vielleicht müssen wir zum Entsorgen hin, schauen wir mal. Ne? Oder wir fahren weiter, richtig. Ja, wir werden das sehen. Wir drehen Kamera rum. Und nehmen euch einfach mit, ne? Richtig. Schaut mal. Hier drüben habt ihr das Schloss. Wasserburg. Entschuldigung. Burg, Schatzi, ist eine Burg. Ja. Ein wunderschöner See hier. Da ist nochmal eine Insel oder mehrere, so wie es ausschaut. Es sind mehrere Inseln, ja. Echt schön. Da geht es halt über so eine Brücke dann in diese Wasserburg rein. Ja, hier alles natürlich auch sehr touristisch geprägt. Kannst du dir Tretboote ausleihen. Auch lohnt sich auch, von einer Insel zu der anderen rumzueiern. Ja. Das ist, ja, kann man machen. Oder wir lassen uns mit dem Boot hier schippern. Ja. Oh, der macht so eine richtige Rundreise, 5 Euro. Eine halbe Stunde. Halbe Stunde? Ja, eine Stunde ist 10 Euro. Okay. So, wir kommen der Brücke näher. Ja, wir sind über den Steg und jetzt geht es erstmal auf eine Vorinsel und danach dann eben auf die Hauptinsel. Ja, das sind ganz viele Inseln. Ja. Inselcamper sind wieder auf der Insel. Wie soll es anders sein? Ja. Ja. 94. Ja, hier haben wir eine ganz düstere Figur. Der schaut zumindest sehr düster rein. Schatzi, das ist der First, das ist der Vitotas. Ach, das ist der Vitotas? Das ist der Vitotas. Dieses, das war ja... Kommt von dem der Name von meinem Mineralwasser, oder was? Das ist der größte, also einer der größten Herrscher in Litauen gewesen. Okay. Ja, so hieß mein Opa übrigens und mein Cousin heißt auch Vitotas. Ja. Unser Bärbel geht freiwillig ins Wasser, unglaublich. Genau, und jetzt kommen wir auf die berühmte Brücke zur Wasserburg. Zur Wasserburg. Das ist schon wieder fast vergehen, und hier werden ganz, ganz viele Selfies eben auch gemacht. Ja. Selfies. Und in der Burg werden auch ganz viele Kinofilme gedreht. Also sehr, sehr bekannt eigentlich. Ja, ja. Okay. Das beliebte Kinomotiv. Ich halte mal die Kamera ein bisschen höher, dass man das ein bisschen besser sieht. So, unsere Bärbele war gerade jetzt im Wasser. Ja. Aber die ist fix und alle bei den Temperaturen. Fix und alle. Aber im Auto kannst du es auch nicht lassen, ne? Nein, 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 auf keinen Fall. Aber es ist total angenehm, da geht der Wind. Ja. Richtig schön. So, und weißt du was? Wir machen hier auch ein Selfie. Ja? Ja, ja. Okay. Das machen wir. So, wir sind fast drüber über den Steg und schon sehr beeindruckend, ne? Was sie da hingebaut haben, du. Schön, ne? Wenn du denkst, die war ja komplett vernichtet, ne? Die haben es das neue aufgebaut. Echt? Mhm. Okay. Weißt du doch ein bisschen was, oder? Ein bisschen habe ich mich eingelesen. Aber jetzt, dass ich 1:1 zurückgeben kann, also es ist von 1300 irgendwann das Ganze gebaut worden. Und das war mal zeitlang, Drakei war es, eine Hauptstadt des Litauens, also Litauens. Mhm. 7 Jahre, glaube ich, bis dann diese Burg in Vilnius gebaut worden ist, also von Gedimino, also Gediminas. Und dann haben die das ja gesagt, so, dann haben wir jetzt neue Hauptstadt. Okay. Ist schon sehr lange her. So einen kleinen Einblick in die Geschichte gegeben. Ah, ganz bisschen. So, und dann geht's hier rein und da kann man ja um die Burg rumlaufen. Innen drin muss ja Eintritt zahlen. Okay. Aber ich glaube, der Sven geht nicht rein, ne? Ich war ja schon mal da drin. Ja, ist Museum halt und nö. Ist nicht so deins, ne? Ich bin ja Kulturbauen-Banause. Banause. Interessant ist es trotzdem, ne? Also ich schaue mir das gerne an. Ja, anschauen tue ich mir auch gerne.
Ja, wenn man bedenkt früher, mit welcher Kleidung hier rumgelaufen ja, worden ist. Hier geht schon los, hier musst du dir Eintrittskarte kaufen. Ne? Ja, Konzerte finden hier anscheinend auch statt. Da ist eine Bühne aufgebaut. Ja. Ich glaube, schon ja. Beeindruckende Architektur, ja. Ja. Also interessant und es ist was zu sehen, aber wie gesagt, das ist. Muss mal gucken, aber das Fanny will er nicht. Nö, das reicht so. Ne? Ja, wir haben uns entschlossen, die Burg jetzt von außen abzulaufen, ne? Mein Leimele war da schon mal drin und boah. Ja, man muss ja ein Museum nicht zweimal besuchen. Also es gilt nur für uns. Nur es gilt nur für uns. Ja, ja, ja. Ist wie so. Gesagt, ist so. Er kennt ja uns, ne? Ja. Ich habe jetzt gar nicht. Herrlicher Wind jetzt auf einmal, ja. Herrlich, weil der Bärbel will nicht mehr so laufen. Wir sind hier mit Fabi unterwegs. Und ja. Ja, jeder Pfützer muss jetzt als Wasser dienen, Wasserquelle. Ja. Herrlich. Es ist wirklich schön. Wie gesagt, ihr könnt ein Bötchen hier mieten, ihr könnt ein Schiffchen und ja, die Zeit genießen hier, ja. Ne? Wenn man will. Wenn man will. Ja, ja ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wollen wir das? Mit dem Hund ist blöd. Ja. Wie gesagt, wir wollen hier sie nicht allein im Wohnmobil bei der Hitze lassen. Nee, auf gar keinen Fall. Und mit dem Boot. Ja, die ist auch immer so unsicher, ne? Ja, aber ich habe das schon mal gemacht mit Tretboot. Also wirklich total schön von einer Insel zu der anderen Insel. Schau mal, wir laufen noch ein bisschen. Ja, hier kann man auch noch reingehen. Also so durchkommen, ne? So oben, ja. Wenn du Eintrittskarte gezahlt hast, gehst du halt da oben halt durch. Ja. Ne? Das kannst du ja alles von oben dann sehen. Ist auch sehr, sehr schön. Ja, aber da kommen wir wieder auf den Hauptweg zurück, ne? Richtig. So. Wolltest du nicht also, komplett anschauen? Umdrehen. Ja, wir machen gerade eine kleine Rast an diesem wunderbaren Ort. Das ist ein Ausblick, herrlich, ja? Wunderschön. Also Schloss anzuschauen, Turm. Kann ich wirklich nur empfehlen. Burg, Wasserburg, ja. Ich werde es nie lernen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Für mich interessieren so Museen überhaupt nicht, kann ich nichts mit anfangen. Aber ansonsten sehr, sehr schön, ne? Wunderschön. Also wie gesagt, wir haben Traumwetter erwischt. Also besser geht's gar nicht. Die meisten planschen hier im Wasser, also die kennen ja alle nichts, ne? Ja. Ausziehen und rein in den See, wenn er so heiß ist. Und ja, und jetzt müssen wir Pause machen, auch wegen unserer Bärbele, die kann nicht mehr mitziehen. Ja, die alte Dame, die wird halt sehr schnell erschöpft. Ja, vor allem bei der Hitze, das ist auch klar. Ja. Ne? Deswegen machen wir kurze Pause und genießen mal den Ausblick. Schau mal, da gibt es ja so... Ja, schaut mal das Schiff an, so auf alt getrimmt. Ja. Ich hoffe, man sieht es überhaupt. Ich glaube, das ist alt. Ja. Mäuschen. Naja. Wow, schaut euch das mal an. Was hast du denn da wieder bestellt, meine Lieben? Ich habe noch nicht gesehen. Also ich habe echt noch nicht gesehen, dass es so serviert wird. Also es ist diese kalte Suppe. Und ich muss das eigentlich, glaube ich, so. Ne? Aber ich muss ein Foto vorher machen. Leute, warten. Das muss für Instagram. Also es geht ja gar nicht anders. Wir sind in so einem netten Lokal hier. Wirklich total nett. Leider am Wasser war alles ausgebucht. Also wir haben keinen Platz gefunden. Und dann sind wir ein bisschen ein Stück näher weitergelaufen. Und top hier. Wirklich top. Schön, ne? Und ich mache jetzt mal, dass ihr alles das auf Instagram seht. Ja, man muss das wirklich mal Kamera draufhalten, das ist so geil serviert. Ja. Und wer noch nicht auf Insta ist, kann uns live folgen, ne? Genau. So, jetzt. Ich gehe davon aus, man muss da so essen, ne? Ja, genau. So schaut das aus. Und ich habe auf Instagram auch Rezept schon gepostet, da haben es einige gefragt danach, was da reinkommt. Also es ist wirklich total simpel. Rote Beete, Gurke, Dill, Frühlingszwiebeln, Kefir oder eben Buttermilch. Mhm. Und man kann mit Wasser dünnen, aber ich mag das nicht. Ich mag, wenn die so dickflüssig ist und Eier gekocht und Kartoffeln. Dann lass es dir mal schmecken, ne? Genießen. Schauen wir mal. Es ist selten, dass mein Mann sagt, wow. Ich habe keine, das sind irgendwie so Rippchen oder sowas. Rippchen, aber das, Schweinerippchen, das zergeht richtig im Mund. Ja. Das schmeckt wie Schokolade, echt geil. Du bist begeistert. Mhm. Me wind and rain.
Ja, ihr Lieben, wir sind doch weitergefahren. Wir haben da nicht bei dem privaten Platz übernachtet. Da waren uns einfach viel zu viele Fliegen und Wespen und alles Mögliche. Ja, und wir wären zum Schiff gestanden. Und genau. Nicht mal mit Keile hättest du das. Und ich habe gesagt, nee, also für 15 Euro kein Strom, kein Wasser. Und nee, das müssen wir uns nicht antun. Nee. Nach 2 Stunden. Nicht mit meinem Leimele, ne? Nee. Das, ich meine, es ist Geschäft, sind schön gut, aber man muss ja nicht alles mitmachen. Wir haben schön lecker gegessen. Ja. Richtig lecker, ja. Richtig lecker? Mein Svenny, glaube ich, auch vom... Verschwärme mich von, wirklich, ja. Ja, das ist... Ja. Also das war wirklich richtig gut. Absolut. Und jetzt hat man da einmal einen neuen Platz rausgesucht, knapp 100 Kilometer weiter. Da waren wir jetzt gerade auf der Hinfahrt und lässt die auf einmal mittendrin schrei los. halt hier an. Da musste ich jetzt umdrehen. Und zwar sind wir hier beim geografischen Zentrum, also Mittelpunkt von Europa. Und das wollen wir uns euch mal anschauen. Hier steht es auch noch. Beschrieben alles, leider nicht in Deutsch, oder? Doch. Wobei, so filmt es euch mal ab und ihr könnt es dann bei Bedarf auf Pause drücken und durchlesen. Da ist alles ganz genau erklärt. Und wir gehen da jetzt einfach mal hin. Da soll irgendwie so ein Monument oder sowas stehen, ne? Genau, dass wir dann sagen, okay, wir waren mitten in der Europa. Ich habe eigentlich den Punkt schon ausgesucht gehabt, dass wir dann anfahren. Aber irgendwie waren wir jetzt in Gedanken, wie gesagt. Und wir haben fast vorbeigefahren. Ja. Aber. Und mein Leimele hat jetzt noch ein Attentat vor, ne? Unseren Aufkleber will sie hier lassen. Ich weiß, es ist sehr umstritten. Also eine sagen, oh, das geht gar nicht. Die anderen sagen, ich find's cool. Und dadurch, dass wir jetzt die haben, die Sticker, ne? Ja. Und an Bord haben wir, wir waren da. Genau. So, das ist ein besonderer Ort und richtig. Deswegen lassen wir jetzt da. Wir tun nicht an jede Ecke das reinkleben. Nee, haben wir noch nie gemacht eigentlich. Wo waren wir? Nicht Nordkap, sondern wie hieß es? Polarkreis. Am Polarkreis machen sollen. Da sind ganz, ganz viele andere Aufkleber schon. Ich habe auch schon jemanden? Eine Stelle hier. Hier stört es nämlich keinen. Wo? Ja, da so hoch komme ich gar nicht. Aber ich? Ja, wir machen das jetzt mal ab. Na, richtig schön aufkleben wollen wir das. Ja, ne? Mach mal. Mäuschen, richtig schön richtig gerade. Schön. Oh, der ist sich richtig schön. Das ist auch Test für uns, ne? Das sind die ersten Aufkleber von uns. Mit Wind ist immer scheiße. Ja, so ist Annie. So. Jawohl. Wer war da? Inselcamper! Ja. So, jetzt sind wir auch verewigt hier. Ja, ne? Schön. Ja, so. Wunderschön. Man sieht's. Genau. Und jetzt schauen wir uns dieses Teil mal an. Ja, das ist halt nichts Besonderes, aber es ist halt einfach mitten von Europa. Also das laut diesem einem... Polarkreis war auch nichts Besonderes, ganz ehrlich. Das ist halt ein Ort, wo irgendeine Bedeutung hat, aber das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Schreibt in den Kommentaren, ist es was Besonderes oder nicht? Ne? Ich finde nicht. Ich finde es besonders. Ich mache ja alles mit hier. Geografisch gesehen ist es was Besonderes und das schauen wir uns ja mal an. Ja. Es liegt ja direkt am Golfplatz. Ja. Und weißt du was, Schatz, ich überlege gerade, ne? Weil es schon recht spät ist, ich glaube schon 5:30, 6. Also in Litauen sind wir eine Stunde vor Deutschland. Ja, muss man wissen, ja. Und in Polen nicht, in Litauen ja. Also wenn in Deutschland 15 Uhr ist, es hier 16 Uhr. Ne? Ja, genau. Und so da habe ich überlegt, ob wir nicht hier übernachten. Also wie es aussieht, eine ist übernachtet hier auch. Meinst du? Ja. Und wie gesagt, da stehen keine Verbotsschilder. Also in Litauen kannst du auf Parkplätze übernachten. Ja, erlaubt ist es ja, ne? Ja, von daher. Magst du mal auf die andere Seite gehen, wegen der Sonne? Okay. So, so ist das besser, ne? Oh, ich bin so glücklich. Wir sind da. Wir werden fast beinahe vorbeigefahren. Ja. Es ist wirklich so wichtig. Ich sage, ja, Schatz, es ist wirklich wichtig. Ich habe so viele YouTube-Filme schon gesehen. Viele waren schon da. Und das wäre doch eine Schande, wenn wir mit Camper jetzt vorbeifahren und wären wir jetzt vorbeigefahren. Genau. Aber euch nehmen wir mit. Ihr seht es jetzt auch gleich noch. Ja. Wir laufen jetzt noch ein bisschen entlang. Eine große Eiche. Herrlich. Ja, man muss ein bisschen laufen vom Parkplatz aus. Hier sind dann noch so Gebäude. Keine Ahnung, was da drin ist. Wissen wir nicht. Aber hier werden anscheinend Veranstaltungen gemacht. Aber da drin haben wir gelesen, es soll Zertifikate ausgestellt werden. Wahrscheinlich, dass du denn da warst, könntest du so einen schönen Zettel ausstellen. Das ist möglich, ja. Ja. Ja, ich war gerade stehen geblieben. Hier werden wahrscheinlich Veranstaltungen stattfinden ab und zu mal, weil hier Bänke sind und großer Kreis. Und europäische Flaggen. Und was ihr da vorne seht, diesen, schaut aus wie ein Obelisk. Das ist eben der geografische, und zwar der wahre geografische Mittelpunkt von Europa. Auch wenn manche Länder das auch für sich beanspruchen, aber es wurde nachgemessen von irgendeinem französischen Institut. Ne? Ja, und so stand es auf der Tafel. Die haben gesagt, das ist so. Ne? Das nehmen wir so. Ja, so lassen wir das mal stehen. Ja. So, wir kommen näher. Die Sonne blendet natürlich ein bisschen, aber das macht ja nichts. So, wir beschreiten den Kreis. Hier ist nochmal so ein, Art wie eine Kompass mit den Himmelsrichtungen. Und hier der Obelisk.
schön mit den Sternen oben drauf. Jo. Nun können wir sagen, wir waren da. Wir waren da, ne? Wir waren da, mitten in Europa. Geografischer Mittelpunkt Europas, ja. Fühlt sich das gut an, ja, wer war da? Die Inselkinder. Ja, ist so. Ist ja. Schön. Ja, wir machen jetzt noch ein paar Bilder, glaube ich, dass ihr auch auf Instagram und so weiter sehen könnt. Genau, ich mache es mal so hoch, dass man das auch noch mal sieht. Ja, ja, und das, schau mal, was da steht. Es sind unwahrscheinlich viele Mucken unterwegs. Europas Geografisches Zentras, ja, wahrscheinlich. Ja, mit euch ab. Geografisches Zentras, ja. Das heißt ja, so. Das Zentrum von Europa. Jetzt habt ihr was zum Lesen gehabt. Ja, wir machen jetzt, glaube ich, ein paar Selfies, ein paar Fotos und dann gehen wir und übernachten wir, glaube ich, hier auf dem Platz. Also wie gesagt, das sind keine Verbote und wir wollen ja nicht mehr weiterfahren. Genau. Und ich würde sagen, von diesem Vlog ist schon Ende. Soweit. Ja. Ist, glaube ich, Ende. Und wir verabschieden uns von diesem wunderschönen Ort. Ja. Hat was Magisches, oder? Total. Wunderbar hier. Ja, ich bin immer ein bisschen stolz, wenn so ein Punkt hier in meinem Heimatland ist. Ist es so? Ist schon gut, mein Heimatland. Hallo, meine Friese, die sehe ich heute nicht so doll. Durch dieses Schwitzen und okay. Heiß und so. Ne? Ja. Was ist mit deiner Frisur hier? Aber da kannst du nichts erstellen. Ja. Alles gut. Ja, 3 mm. Ja, ne? So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, Sinne, hat euch dieser Camper-Alltagsvlog mit uns wieder gefallen? Freuen wir uns wie immer über Däumchen Richtung Norden. Falls noch nicht passiert, hier unten ein Abo hinterlassen, verpasst ihr kein Video mehr von uns und ich hoffe, wir sehen uns hier demnächst wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, macht's alle gut. Tschüss. Bis dann. Ja.